Schon nicht so viel, also. Lecker Valensino. Schutrigello. Faul. Aber trotzdem sogar. Und der Joe drängt jetzt ganz in Ordnung. Das ist doch der mit dem Zopf. Ja, richtig, der. Übrigens, Was macht der Zopf, eigentlich so? Ja. der Unge hat sich jetzt hier frei rasiert und seine Haare ein bisschen kürzer gemacht. Echt? Ah ja. Also nur so ein Zöpfchen hat und hier hat er alles frei Ach jetzt. cool, ja, das ist doch lässig, ja. Ja, Und steht so. ihm gut. Ja, der Unge ist doch ein cooler Na, hat er Typ gesagt, das eigentlich, hat ihn ja. jetzt voll angenervt mit seinen Haaren, weil das in Madeira ist es ja warm. Richtig, ja, und er ist ja Da auch ein. schwitzt man ja wie blöd Genau, dann. ja. Ja, Und und. seine Freundin hat gesagt, ja, fällt mir gut. Ja, eine Freundin ist ja auch gar nicht so. Na, Weiß ich. die ist nicht so stressig. Die Stressig war nicht, nur am ja. Anfang wahrscheinlich durch den Umzug und so, war ja ein bisschen das zu heavy irgendwie. Ja, aber es ist doch schwierig, jemand, der so Turboquassler ist, so wie der Unge, neben so einem, ja genau, neben einem so Koryphäe so standzuhalten, ist doch nicht so einfach. So. Also, ich hätte damit kein Problem. Auch nicht. Gut, ich hätte auch kein Problem wahrscheinlich, weil ich genauso bin. Ich bin wahrscheinlich noch viel schlimmer. Okay. Also meine Mutter hat immer gesagt, der quasselt mich nicht immer so zu. Bisschen, bitte, 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 bisschen weniger quasseln. Ja, so ist es, Habe immer ja. gedacht, ich wäre derjenige, der immer so viel quasselt. Nein, es gibt noch immer einer, der das noch toppt. Mal schauen, oh Gott. Schwierig, Quassler auf Quassler. Ja, das ist sehr schlimm. Oh, draußen ist, ich glaube, da ist kein Millimeter mehr frei. Aber Ist alles weiß. ich finde den von der Ist alles Hazel, zugeschnallt. den Dirk, den finde ich eigentlich jetzt ganz nett. Der ist nett, der Dirk, ja. Der ist echt nett. Und ich habe seine Sachen geliked. Ja, ist ja auch Zwar so ein noch bisschen nichts netter dazu Typ, geschrieben, ja. aber ich. Ist ganz verträglicher Typ. Wenn er meint, dass Dirk Mania ihm Ja, besser passt, ja. dann soll er Dirk nicht Emoji Dirk. Viel zu gesund hier aus. Ja, Aber Ding es ist ist ja ja auch. auch wirklich schwierig, da einen Namen zu finden. Ja, eben, ja. Es sind ja, weil wir haben ja jetzt gesucht, aber es ist extrem schwierig, was ordentliches zu Und er finden. hatte früher Dirk Mania und So. hat gesagt, ja, jetzt nimmt er wieder den alten Namen. Genau. Also sonst, mit dir kann man halt nicht viel machen. Nee. Dirk. Weil der heißt ja irgendwas noch mit Julenko oder sowas. Und Ferenko. dann hat die Ariane Grande gesagt, Dirkulenko oder so. Kulenko. Dirkulenko. Kann nicht viel machen. Aber hat er gesagt, nee, will ich auch nicht. Zwar nett gemeint, aber. Ja, hat er sich jetzt selbst einen Namen gegeben. Für sich selbst. Ja, den alten Namen, den er früher im YouTube schon hatte. Dann Der praktisch. hat auch erzählt, dass er Ja. früher bei DSDS war. Bei DSDS eher. In Echt? dem Bus. Hey, im Bus, oh Mann. Der Und zum Ärmste, Spaß, aber ist nicht weitergekommen. ja. Ah ja, vielleicht hat er Glück gehabt. Vielleicht hätten sie ihn auch verheizt irgendwie. Sein Talent hätten sie halt so Er hat gesagt, ausgeschlachtet. ja, eigentlich war eigentlich gar nicht so schlecht, aber es sind immer so, da wird immer schon vorher geschaut, wer durchkommt und nicht. Das ist schon alles Ja, vorgearbeitet. genau, ja. Und dann lassen sie auch welche durch, die überhaupt nicht singen können. Vielleicht haben sie statt ihm Ja. jemand durchgelassen, der überhaupt nicht singen Ja, die kann. haben so eben so Verträge halt. Die sind schon vorgefertigte Verträge und Und typenmäßig, und vielleicht hat er typenmäßig nicht nicht geschafft. reingepasst, ja. Er hat halt keine sozusagen keine Mehrheiten kann er produzieren. Halt. Und keine. Vielleicht ist sein. Das wird wahrscheinlich so eine Ratingagentur, hat sich halt um ihn gekümmert und so. Und die haben gesagt, nee, hat keine Chance. Ist aber voll gemein, sowas. Nee, Oder wenn der Kim. das ist einfach in Berlin hat das angehalten und konnte man einfach so rein. Naja, okay. Und da sind da halt ein paar von dem Fernsehen, hat er gesagt, und dann hat er so vorgesungen. Ja, weil so ist er schon begabt. Also ist, wenn man sich so seine Werke ansieht und alles und so. Ja, Finde das. schon, dass der auch Style hat, so ein bisschen. Ja, Also Potenzial hat er. der arbeitet ja auch in dem Bereich und hat gesagt, ja, es tut ihm leid, dass also zum Beispiel Schüler oder auch andere, dass er wieder sein Video so spät hochgeladen hat und er Okay. schaut, dass er es jetzt demnächst
früher hochlädt und das praktisch ja die Leute das dann auch rechtzeitig sehen können und so. Dass er sich darüber, dass er sich auch bemüht, das zu machen. Weil er kann ja noch nicht davon leben, Nee, von dem überhaupt nicht, Hotel. ja. Er ist halt nicht so bekannt wie seine. Wie Die Hazel. Hazel, ja. Das ist, Hazel ist schon. Die ist halt sehr präsent einfach. Und sie kann sich Ja. halt gut artikulieren. Man merkt halt, sie hat da schon ihm gegenüber schon einen Vorteil. Das muss man schon sagen. Vielleicht traut er sich auch gar nicht. Das ist, vielleicht hat er auch. Fehlt ihm der Mut, so. Weiß man nicht. Naja, sie ist schon so in der Masterclass auf jeden Fall. Medien erfahren halt so. Was treibt der Tanzverbot gerade so? Hört man gar nicht. Vielleicht.